Ja, herzlich willkommen wieder bei Bullen und Finanzen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und ja, ein kleines Update heute, einen ersten Punkt. Wie laufen die Trades jetzt? Wie gesagt, wir haben den Euro und US-Dollar. Ich habe ja gestern gesagt, wir haben jetzt nochmal ein Gold, aber auf dem Prozentkonto. Und ja, gestern hat recht gute Profite gemacht. Heute auch wieder insgesamt schon wieder beim Gold 7,48%. Und ja, wir gucken uns auch nochmal den Euro und US-Dollar an. Da haben wir 4,41%. Wie gesagt, auch hier läuft es wunderbar. Also Trades sind auf momentan auch. Also die, wo neu dazuschauen, auch hier definitiv gucken, dass ihr definitiv am Wochenende und nicht mitten in der Woche, weil wenn Trades offen sind, dass ihr nicht mittendrin anfängt. Ja, aber wie gesagt, ist euch überlassen. Und beim Gold, wie gesagt, ist natürlich ein Bot hinten dran. Und ja, das sind natürlich kopierte Trades von meinen Prop Trading Firmenkonten. Und ja, das heißt, dort wird es 1:1 hierher kopiert. Das heißt, alles, was hier passiert, passiert auch auf meine Prop-Trading-Konten. Das sind 1:1-Trades. Und ja, auch hier nochmal ein kleines Update. Die Lotzahl liegt hier insgesamt, Trading History, bei 0, genau. Wir haben hier 0,005 und 0,003, 0,002. Also wir haben hier eine sehr kleine Lotzahl. Ihr seht es ja hier mit 0,005. Ein Lot sind wir hier dabei und ja, ist es halt wirklich die kleinste Lotzahl, was man überhaupt machen kann. Und ja, auch hier sind die Gewinne sehr, sehr schön. Und wie gesagt im Video, momentan habe ich das Ganze bei 150. Ich werde es auf 200 machen, sodass wir auch wirklich einen größeren Puffer haben, dass wir nicht ausgestoppt werden in irgendeiner Hinsicht. Das ist jetzt grob jetzt für ein kleines Prop-Trading-Konto von 10.000 normalerweise angepasst. Ich werde es so machen, dass wir ein 20.000er-Konto als Vergleich nehmen, dass wir halt einen größeren Puffer haben, dass wir hier definitiv nicht rausfliegen und dann sollten auch die Trades wunderbar funktionieren. Genau, ein kleines Update dazu und jetzt geht's einmal, was der Titel auch sagt, zu dem Bot. Ich habe ja eine ganze Zeit ein Bot laufen und dieser Bot läuft schon sehr, sehr lange Zeit, am 28.04. Ich habe überlegt die ganze Zeit, soll ich davon ein Video machen oder soll ich kein Video machen? Ich dachte mir, ich mache ein Video, ich teile euch das Ganze. Ich habe hier ein Investment von knapp 150 US-Dollar reingemacht. Ich habe es ja auch in meiner Gruppe auch gepostet. Und ja, da sieht es wirklich sehr, sehr gut aus. Die Gewinne, die liegen immer so zwischen 1% und 3%. Es variiert das Ganze auch immer wieder, was wirklich sehr nice ist. Ich habe das Ganze auch mal nachgeprüft, wie gesagt, ich habe hier wirklich jeden Tag immer ein neues aufgemacht und es hat sich rapide sehr gut im Positiven geschlossen und zwischen 1% und 3% Pi mal Daumen pro Tag ist realistisch, im Traden natürlich und hier traden wir oder wir haben hier Kryptobereich, das heißt wir haben hier USDT, damit tut dieser Bot auch handeln. Im nächsten Video zeige ich euch auch das Netzwerk. Das geht wirklich alles zu den Börsen, was auch angegeben wurde von denen. Und ja, wie gesagt, es gibt noch ein Sondervideo vom Netzwerk, wo ich natürlich den Pfad euch zeige, dieser Pfad, dass es direkt zu den Börsen dann hinführt. Und was halt wirklich sehr interessant ist, sowas findet man selten, aber trotzdem ein sehr hohes Risiko. Man kann hier mit 20 Dollar anfangen und das Ganze ausprobieren. Wie gesagt, es ist nur ein Tipp, es ist jetzt hier keine Pflicht oder sonst irgendwas. Ich bin auch kein Anlageberater oder sonst in irgendeiner Hinsicht. Jeder muss selbst wissen, was er macht. Ich nutze den Bot und habe jetzt insgesamt schon über 550 US-Dollar verdient. Und ja, das noch nicht mal... Ja, läuft noch nicht mal so lange. Nimm mal jetzt den vierten Monat, Ende des vierten Monats, jetzt haben wir den fünften, sechsten, der sechste Monat, also noch nicht mal ganze zwei Monate und ich habe mein Geld hier definitiv schon raus. Ich habe auch eine Auszahlung gemacht, die Auszahlung von 50 US-Dollar hat funktioniert in der Telegram-Gruppe, in der offizielle von meiner hier, habe ich dann auch reingepostet vor ein paar Tagen. Dass ich Ende Juli nochmal eine Auszahlung mache, weil Ende Juli, Pi mal Daumen, sollte ich normalerweise auf 1.000 Dollar kommen. Und wie komme ich auf 1.000 Dollar? Ich habe eine Tabelle vorbereitet und ja, das möchte ich euch gerne zeigen, was rauskommen könnte mit diesem Kapital, was ich jetzt schon habe. Ich habe damit jetzt erstmal begonnen mit der Tabelle und die möchte ich euch mal hier kurz zeigen.
Wir haben einmal die Seite eine Zirka-Berechnung. Ich habe die Zirka-Berechnung mit 1,2% gemacht. 1,2% ist rein theoretisch realistisch. Geworben wird halt mit 3% pro Tag. Funktioniert nicht. Wir haben zum Beispiel gestern 1,33% gehabt. Ich trage hier definitiv nur meine Gewinne ein. Und man muss hier auch sein Investment eintragen. Also die Tabelle stelle ich euch gerne zur Verfügung. Wenn ihr in die Telegram-Gruppe reinkommt und irgendeine Nachfrage hat für diese Tabelle, dann einfach kurz nachfragen. Weil es ist so aufgebaut, dass man hier nur sein Investment eingeben kann. Also wenn ihr ein Investment habt, zum Beispiel sage ich mal, ihr geht mit 1000 Dollar rein. Oder ich nehme jetzt halt mal den Kollegen, der hat glaube ich 2000 drinne. Nehmen wir hier mal 2000, dann sieht man den Zinseszinseffekt, wie er natürlich nach oben geht. Und man hätte jetzt seit rein theoretisch vom 19.06. bis Ende Juli einen reinen Take-Profit von 1.340,35, also 51,6%. Man wäre im Break-Even innerhalb der nächsten 2 Monaten, Pi mal Daumen. Genau, und das kann man hier sehr leicht ausrechnen. Wie gesagt, ich bin rein theoretisch hier mit 550 aktueller Stand. Ich hatte normalerweise 150 drinne und da sind wir schon bei 100 Dollar, sind dann 250, aber es waren wirklich mal gute Trades dabei, wo wirklich sehr hohe Gewinne drinne waren, was ich richtig genial fand. Genau, also 550, das ist eine Beispielberechnung mit 1,2%. Wie gesagt, 1,33% hatte ich gestern. Und auch hier, wenn man halt die Echtzeitdaten haben möchte, für euch jetzt nochmal als Erklärung, wer halt diese Tabelle haben möchte für diesen Bot, kann hier natürlich auch sein Investment dann eintragen, um wie viel Prozent er bekommen hat. Und ja, das muss man halt manuell eintragen. Das Einzige, wie gesagt, manuell ist dann immer den Gewinn einzutragen, dass es hier berechnet wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier unten sage, gut, ich habe jetzt einen Gewinn von 15 Dollar gemacht, was natürlich, oder 15,35 Dollar, und klicke jetzt auf Enter, dann sehen wir, ich habe 2,75% gemacht. Und hier unten wird es halt nochmal neu berechnet. Und dann kommt der nächste Tag. Den nächsten Tag haben wir vielleicht nur noch 6 Dollar, keine Ahnung, 45 gemacht. Und dann haben wir 1%, 1,13%. Und das wird halt runtergerechnet. Man sieht hier, wie viel Prozent hatten wir, wie hoch ist der Umsatz. Aktueller Stand. Und das möchte ich halt auch gerne vergleichen. Was mit 1,2%? Der Kollege hat, glaube ich, 1,3% gemacht. Ich könnte hier auch 1,3% mal reinschreiben. Das ziehen wir dann auch einmal komplett runter. Oder ich ziehe es einmal komplett hier runter. Dann könnten wir hier auch nochmal 1,3 machen. Also machen wir das mal als Beispiel. Ich mache es jetzt nur einzeln in den grauen Feldern. Ja, zum Beispiel so. Machen wir 1,3. 1,3. Ziehen es dann runter. Machen es hier auch 1,3. Hier sind es dann auch 1,3. Ihr seht, es wird halt definitiv viel, viel mehr, auch wenn ich hier die Zahlen jetzt umändere. Also 1,3 ist rein theoretisch realistisch, weil gestern hatte ich auch 1,3%. Also man könnte es hier wirklich mit 1,3% berechnen. Wäre dann auch kein Thema. Mal gucken, wo wir am Ende rauskommen. Wenn wir das als Standardprozent jetzt nehmen, ziehen wir das auch nochmal runter. Dann haben wir gleich auch ein Endergebnis. Also wie gesagt, auch diese Prozente könnt ihr in der Tabelle direkt ändern. Also das ist möglich. Also da passiert auch nichts, außer ihr macht die Formel kaputt, dann müsst ihr halt diese Tabelle neu runterladen. So, jetzt haben wir über 1,3%, das wären dann 55,9%, Umsatz von 408,45. Also das wäre halt bis Ende Juli rein theoretisch draußen. Also hätte da einen Kontostand von 946,15 US-Dollar. Wie gesagt, ist richtig cool. Das wären jetzt 1,3%, deshalb sage ich ja ungefähr Pi mal Daumen, wären wir bei 1000 Dollar. Ja, wie gesagt, das hier mache ich jetzt mal raus. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Also, das können wir auf Null setzen, dass wir halt ja hier eine aktuelle Berechnung haben. Das Einzige, was ich jetzt noch eintragen könnte, wir können jetzt mal gucken. Ich habe jetzt hier das Ganze mal aktualisiert vorhin. Das sind jetzt noch 5,22 Dollar. Also wir haben hier keinen Profit gemacht, sondern eher Minus gemacht. Also jetzt könnte ich jetzt sagen, gut, jetzt haben wir nur noch 5,22 Dollar. Also rein theoretisch ein Minus. Also ich mache es immer Ende des Tages, ungefähr 23 Uhr. Man sieht es ja auch hier. Tue ich das Ganze aktualisieren und trage mir auch diese Zahl ein, weil somit beende ich auch diesen Tag. Genau.
Das war es dann auch rein theoretisch schon. Also rein theoretisch müsste ich jetzt hier minus 2,35 Cent reinmachen. Dann wären es mal minus 0,42 Prozent, was aktuell jetzt ist. Aber wie gesagt, Ende des Tages trage ich hier das Ganze in meine Tabelle ein. Genau, das ist jetzt nur eine Beispielrechnung. Wie gesagt, man kann hier alles durchrechnen lassen, wie man es gerne haben möchte. Wenn einer sagt, gut, ich möchte jetzt hier mit 2.000, 3.000 rein, dann kann man es hier als Beispielrechnung ausrechnen lassen und dann sieht man, was man ungefähr raus hat. Vom 19.06. Könnte man einen Monat nehmen. Was hat man innerhalb in einem Monat raus? Da hätte man schon 4.419,82 US-Dollar. Also ist schon sehr, sehr nice. Und ich sag mal so, wenn man das halt bis Ende Juli durchführt, dann hätte man hier 2.227,90. Ja, das war es dann rein heute schon als Erklärung für diese Tabelle. Datum kann man halt ändern, wie man halt gern möchte oder halt so umstellen, wie man es halt benötigt. Ja, das war's von meiner Hinsicht. Wie gesagt, ich nutze diesen Bot und natürlich das Copy Trading ist auch noch voll im Gange. Und ich finde halt im Kryptobereich sollte man ein bisschen aktiv sein. Die Telegram-Gruppe, was ich jetzt euch hier vorgestellt habe, existiert seit Anfang Dezember letztes Jahr und hat Auszahlungen schon durchgeführt. Die posten das auch in der allgemeinen Gruppe. Und das kann man alles nachvollziehen, was ich richtig cool finde. Es ist halt alles offengelegt und deshalb bin ich hier auch dabei. Den Link für diesen Bot setze ich euch gerne unten in der Videobeschreibung und in der Telegram-Gruppe mit rein. In der Telegram-Gruppe gebe ich auch nochmal Updates, immer mal wieder, wenn was Gutes da ist, wie meine Profite so sind. Auch das werde ich halt demnächst auch in der Telegram-Gruppe von mir posten. Wer noch nicht dabei ist, kann gerne dazu joinen. Unten in der Videobeschreibung ist auch dazu der Link. Genau, das war es dann von mir. Wie gesagt, ich bin kein Anlageberater, auch kein Steuerberater. Das soll jedem bewusst sein. Es ist nur meine Erfahrung, was ich hier teile, wo ich mitmache. Und ja, am besten, wenn ihr nirgendwo mit rein investieren könnt, dann macht es am besten nicht. Bei dem Board kann man mit 20 Dollar reingehen. Was 20 Dollar sind, ist es halt nicht viel. Das sind, glaube ich, 17 Euro oder 16 Euro Pi mal Daumen. Man muss aber dazu berechnen, man zahlt auch eine Kommission, wenn man bei dem Board einzahlt, von 10%. Das muss man mitbedenken. Also von daher gucken, dass ihr auch genügend einzahlt. Genau, das war es jetzt. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Bot rein theoretisch, was ich hier aktuell laufen habe. Auch ich bin sehr begeistert. Wie gesagt, die erste Aussage hat funktioniert. Ein Kollege von mir hat, glaube ich, schon Pi mal Daumen, glaube ich, über 500 Dollar oder 600 Dollar ausbezahlt, ist bei ihm sogar angekommen, ist auch in der Community sehr, sehr aktiv und ist auch mit diesem Bot dabei. Also auch er hat Gewinne rausgezogen von 600 Dollar. Gut, man soll dran denken, er hat, glaube ich, auch 2.000 oder ein bisschen mehr wie 2.000 drinne. Und ja, sein Investment sollte rein theoretisch auch bis Ende Juli wieder drinne sein, plus Take Profit. Auch da denke ich mal, auch herzlichen Glückwunsch dazu, weil er ist auch mit mir Anfang an, glaube ich, reingegangen in dem Ganzen. Und ja, also Auszahlungen funktionieren hier auch tadellos. So, das war's jetzt. Jetzt sage ich erstmal viel Spaß mit dem Board, viel Spaß beim Copy Trading und wenn irgendwas ist, kommt in die Telegram-Gruppe und schreibt, was ihr auf dem Herzen habt. Und jetzt bis bald und bye bye.